Hallo Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für den Monat November für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Wow, Steinbock, ich bin schon wieder mal begeistert halt, ja. Also hinter dem Deck haben wir einen Ritter der Schwerter. Entschuldigung, Puppe der Schwerter. Es ist ein neues Deck und Gewöhnungssache halt. Puppe der Schwerter. Also irgendwie, der Puppe der Schwerter deutet schon auf eine Nachricht, ja? Eine Nachricht über Internet, WhatsApp oder irgend so eine Nachricht. Eine Kommunikation, ja? Also Puppe der Schwerter, Luftelement, Zwilling, Wassermann, Waage bei dir präsent. Aber wie gesagt, deutet auf eine Kommunikation irgendwie. Wir schauen zusammen jetzt, Steinbock. Deine Legung kann ich dir schon sagen von vornherein. Es ist schon ziemlich interessant, ja. Ziemlich interessant. Ich spüre hier irgendwie, eine Person spioniert hier über soziale Netze oder beobachtet jemand anderen. Also das ist eine Energie, wo man viel raus, ja, sagen könnte. Also man könnte hier vieles sagen. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Weil nochmal sehe ich hier irgendeine Information, die du erfährst. Also du erfährst irgendetwas durch eine Kommunikation vielleicht, Steinbock, oder sonst über soziale Netze erfährst du durch Fotos oder Videos von jemand irgendeine Information. Etwas erfährt man hier, ja, und genau. Irgend sogar in manchen Fällen eine Wahrheit, die ans Licht kommt, ja. Irgend so eine Situation ist hier zu spüren, aber wir werden sehen. Aha, interessant gerade. Also ich habe hier jetzt den König der Münzen. König der Münzen. Ich habe auf dem Tisch viele Menschen schon mittlerweile. Zeige ich dir gleich, ja. Also König der Münzen, Puppe der Schwerter.
In manchen Fällen, du siehst, ich habe hier mit Familie zu tun, mit irgendwie einer Komfortzone. Irgendwie gibt es hier Kinder, kann man hier natürlich sehen. Du siehst ein König und ein Bube. Also ich sehe hier der Papa und der Kinder, Mutter, Kinder. Irgendwie eine familiäre Situation sogar. Also irgendwie ist diese Situation, ja, spricht das hier schon für Familie. Irgendetwas ist hier, was mit Familie zu tun hat. Eine familiäre Angelegenheit. Also Sternzeichen Steinbock, Stier, Jungfrau ist präsent bei dir. Ich muss dir sagen, Steinbock, also dein Sternzeichen ist bei dir hier sehr präsent, zeige ich dir gleich. Und nebenbei sage ich nur, ja, vielleicht hast du doch mit Sternzeichen Jungfrau eine Verbindung irgendwie, weil ich spüre hier einen Einfluss von Sternzeichen Jungfrau. Die Legung von gestern spüre ich hier, gerade in deiner Legung. Also das ist nur nebenbei jetzt gesagt, weil es kann sein, dass du mit so einem Sternzeichen zu tun hast oder sonst in deinem astrologischen Chart vielleicht dieses Sternzeichen drin ist. Sicher ist, dass wir hier etwas erfahren und du siehst König der Münzen und Puppe der Schwerter. Man erfährt hier irgendeine Situation, was mit einem so König zu tun hat. Also irgendeine Situation erfährt man durch eine Kommunikation, Videos oder Fotos oder wie auch immer. Etwas kommt ans Licht, Steinbock. Das ist, was ich hier sehe. Wir schauen aber zusammen. Deine Legung fängt schon mal ziemlich interessant an. Drei der Schwerter, also ich sehe hier schon so einen gewissen Treubruch oder einen Täuschung, eine Enttäuschung. Puppe, nochmals eine Puppe. Ich habe schon zwei Puppen auf dem Tisch. Also Kinder sieht man schon hier. Also man sieht hier, also Steinbock, ich sehe hier eine Person, die sehr eifersüchtig ist. Ja? Also ich sage es dir nochmals und du weißt, wie das ist halt, ne? Wie das Leben halt ist. Also es kann sich ja spiegeln. Und das ist überhaupt problemlos, kann sich alles spiegeln. Wir sind ja ein Spiegel mit den anderen, am Ende doch. Ja, am Ende schon. Und das Leben ist am Ende ein Spiegel. Ich sage dir jetzt nur, weil ich sehe hier eine Person, die sehr eifersüchtig ist. Sehr eifersüchtig ist und nicht unbedingt zu sehr gute Intentionen dir gegenüber hat. Ja, also ich äußere mich jetzt ein bisschen fein. Schau mal bitte hier nochmals einen Puppe, Steinbock. Ich habe hier schon mittlerweile drei Puppen hier. Stäbe, Münzen und Schwerter. Ja, also ich habe hier viele jüngere Energien. Irgendwie viele jüngere Energien. Natürlich kann sich für was Neues zeigen, irgendwie vielleicht sogar, aber ich sehe hier entweder Kinder oder Altersunterschied oder einfach eine unreife Energie. Das spricht für jeder von uns anders. Dass ich Kinder sehe, das ist sicher, weil ich habe hier mit einem König der Münzen, der König der Münzen spricht sehr viel für Familie. Und dann denke ich schon automatisch, dass ich hier Kinder habe. Aber dass man hier vielleicht sogar einen Altersunterschied mit einer Person hat oder eine Person hier zu sehr unreife zeigt, kann auch sein. Ja, also es kann schon sein. In irgendeiner Art und Weise, also Steinbock, man sieht hier schon einen Treubruch. Und wir müssen nicht immer über einen Wunschpartner reden, weil diese Situation, was ich hier auf dem Tisch habe, kann ganz gut mit einer familiären Angelegenheit zu tun haben, aber sogar mit Bekannten, Freundschaften oder wie auch immer, so eine Situation. Irgendwie sogar mit einer finanziellen Situation, ja. Sternzeichen Schütze, sehr präsent bei dir. Sternzeichen Schütze. Aber Zwilling nämlich auch, ja? Zwilling, Schütze. Ja, wir schauen zusammen. Die Karte der Star. Entschuldigung, der Stern. Also die Karten sind auf Englisch.
Und ich werde manchmal durcheinander. Also die Karte der Stern, Sternzeichen Wassermann ist hier zu sehen. Ich sehe hier, ja, ich sehe hier Wassermann auch präsent bei dir, natürlich. Ich sehe hier viel Internet. Viel Internet, Kommunikation über Internet. Genau. Viel Kommunikation über Internet. Ja. Viel Kommunikation über Internet. Also, Steinbock, schau mal bitte hier, weil das ist ja eine Sache. Also in der Mitte für deine Legung für November habe ich die Karte der Teufel. Diese Energie spricht für deine Sternzeichen, ja, also Steinbock. Vielleicht hast du mit einem Sternzeichen wie du zu tun, Sternzeichen Steinbock, ja. Oder du hast diesen Sternzeichen sehr stark bei dir präsent, kann auch möglich sein. Oder keine von beiden. Es ist einfach nur, dass in der Mitte für deine Legung Monat November die Karte der Teufel ist. Es ist einfach eine interessante Situation hier, weil nochmals muss ich dir sagen, ich spüre eine starke Verbindung mit Sternzeichen Jungfrau. Das wird nicht für allen reden, aber für eine Gruppe bestimmt, ja. Wenn du dir diese Legung anschaust, wirst du sehen, warum ich das sage. Auf jeden Fall sehe ich hier eine Verführung irgendwie. Ja? Also ich sehe hier auch eine sehr hübsche Person. Ich muss sagen, also irgendwie sehe ich hier eine sehr hübsche Person, die möglich auch über Internet Fotos hochlädt oder irgendwie Videos, also Menschen, irgendwie, es gibt hier, ja, der eine oder der andere Verehrer halt, weil es gibt hier eine Person, die sehr charismatisch ist oder sehr charmant irgendwie ist. Es gibt hier irgendwie eine starke Leidenschaft in dieser Energie. Also Steinbock, die Karte der Teufel in der Mitte für deine Legung, ja. Und Achtung hier, die Karte, die diese Karte kreuzt, ist nämlich eine Königin der Stäbe. Und jetzt bitte schön, schaue dir jetzt diese zwei Karten an. Augenblick bitte. Ja, schau dir bitte diese zwei Karten an. Also ich sehe schon hier eine Person, die möglicherweise sehr viel in diesem Nachtleben ist. Also eine Person, die möglich mit mehreren Kontakten hat, eigentlich nicht unbedingt mit einer Person allein ist. Es gibt hier eine Person, die mehrere Frauen oder mehrere Männer, mehrere Beziehungen oder mehrere Optionen hat. Ich sehe hier nicht eine Person, die nur bei einer Person bleiben kann. Denn ich spüre hier gewisses Suchtverhalten in dieser Energie. Klare Suchtverhalten. Für jeder spricht anders. Ich sehe hier gewisse Schatten, ne? Diese Schatten sind bei uns allen, ja, also der Teufel ist für uns alle da zur Verfügung. Das ist eine klare Sache. Das ist deutlich. Aber klar, jeder handelt halt mit dem Teufel anders, ja, also da muss man schauen. Auf jeden Fall hier sehe ich schon mit der Karte der Teufel, Steinbock, eine Warnung. Es gibt hier schon eine Warnung, ja. Irgendwie, es gibt eine Warnung, aber es kommt jetzt darauf an, wie es für dich spricht oder wie es sich für dich spiegelt oder was du noch für Erfahrungen brauchst. Ich kann dir halt nur sagen, dass wir hier schon mit einer Person eine sehr, sehr hübsche Energie zu tun haben, eine sehr hübsche Person, die irgendwie kompliziert ist, dieser Person Nein zu sagen, weil es ist wirklich eine klare Verführung, was wir hier haben. Eine klare Verführung, aber ich sehe schon hier eine Person, die in eine Langzeitbeziehung ist, die möglicherweise Familie hat und irgendwie zwei Doppeltleben führt, einen Doppeltleben, einen klaren Doppeltleben führt. Ja, also am Tag irgendwie gibt man von sich ein Bild und nachts ist man eine ganz andere Person. Also irgendwie vielleicht,
Ja. Also so ist es. Also man gibt von sich ein Bild, was möglicherweise nicht mit der Wahrheit zu tun hat. Und nachts ist man, macht man das, was man, wo man sich wohlfühlt, wo man sich, ja. Also hier habe ich wirklich sehr deutlich mit diesem Nachtleben zu tun, mit einer Person, die nochmals, ich kann hier verschiedene Suchtverhalten sehen, was natürlich auch mit einer Sexualität zu tun hat. Natürlich auch Alkohol, Drogen. Also, du musst dir jetzt hier alles runter vorstellen können. Aber wirklich alles, Steinbock. Alles. Wir können uns hier runter alles vorstellen. Es gibt hier eine klare toxische Situation. Eine klare toxische Situation, was mit einer karmischen Beziehung zu tun hat. Ja? Das ist das Thema im Monat November. Also das Thema. Wir werden natürlich schauen, wie das hier ein bisschen so ändert, weil das Ergebnis und die Zukunft haben wir noch nicht gesehen. Aber das Thema zeigt sich ziemlich, ja, intensiv. Ne? Also ich würde sagen, ziemlich intensiv. Ziemlich intensiv. Ziemlich intensiv. Ich wiederhole nicht, ich betone nur. Ne? Also, ich hole mir mehrere Karten, ja. Also, Steinbock, ich denke tatsächlich, irgendeine Situation kommt tatsächlich ans Licht, wie ich dir gesagt habe. Eine Situation kommt ans Licht. Ich hole mir jetzt mehrere Karten, Steinbock, und ich möchte mich bei dir für deine Likes und Abos bedanken. Dankeschön für deine Unterstützung, Steinbock. Wahnsinn, Gefolgte. Wow. Wow. Also, deine Legung ist äußerst interessant. Sag ich dir. König der Kelche, nochmal so ein König der Kelche, nee, Entschuldigung, Ritter der Kelche, Ritter der Kelche, Ritter der Kelche, du siehst irgendwie eine Person, die sehr, sehr charmant ist, eine Person, die irgendwie, ja, sehr charmant und sehr leidenschaftlich und eine Person, die irgendwie, das spricht wieder so für eine Kommunikation oder Nachricht oder Handlung halt. In manchen Fällen sehen wir hier sogar eine Entschuldigung, ja? Ja, in manchen Fällen sehe ich hier sogar eine Entschuldigung. Also, Puppe der Stäbe nochmals. Ich habe bei dir, Steinbock, sehr viele Puppen. Viele, wirklich. Fünfte Schwerter wiederholt sich nochmals. Diese Karte wiederholt sich. Die Nummer 5, 5, 5 habe ich bei dir auf dem Tisch, Steinbock. Und das spricht für Veränderungen. Ja, die Nummer 5, 5, 5. Und natürlich, ich sehe mehrere Beteiligte in einer Situation. Ich sehe hier gewisse Neid oder Eifersucht oder Menschen, die reden und Menschen, die irgendwie. Es gibt hier eine komplizierte Karte, die für Konflikte auch dasteht. Es gibt hier eine Person, die sich entschuldigen möchte. Das ist, was ich hier sehe. Eine Person, die sich entschuldigen möchte. Und tatsächlich, Gründe sind ja auch da, warum man sich entschuldigen möchte. Sieht man schon, ne? Die Familie tatsächlich. Wow, die gleiche Karte wie am Deck gibt's nicht. Qué fuerte. Also Steinbock, deine Legung, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos hier. Wow, qué fuerte.
Also Steinbock, deine Legung ist nicht normal. 10 Münzen hinter dem Deck. Ja, tatsächlich, eine familiäre Situation gibt es hier. Familie, Kinder, etc. Das ist hier schon zu sehen. Es gibt hier eine Komfortzone. Ja, finanzielle Stabilität, Verantwortungen gibt es hier. Es gibt hier schon, viele Menschen, ja, sehen wir ja. Also viele Menschen. Ich habe hier viele Kinder, Minimum 2. Sternzeichen Löwe, natürlich. Also Feuerelement ist bei dir sehr präsent. Über Sternzeichen habe ich noch nicht gesprochen. Aber Sternzeichen Löwe ist bei dir sehr präsent. Wir haben ja die Königin der Stäbe auf dem Tisch. Löwe, aber ja, es kann natürlich auch Schütze, wie ich gesagt habe, Sternzeichen Schütze oder Widder. Also alle drei sind ja drin. Und ich sehe hier Veränderungen in der Familie. Es gibt hier Veränderungen tatsächlich in Bezug Familie. Schau mal bitte jetzt Steinbock, wenn meinen Tisch es mir erlaubt. Schau mal bitte hier. Die Karte der Teufel, vielleicht hat die Person sogar Haustieren. Ein König der Münzen, nochmals, es ist ja stark. König der Münzen wiederholt sich bei dir zweimal. Also Sternzeichen Steinbock ist hier sehr präsent. Jungfrau oder Stier. König der Kirche und drei der Münzen. Drei der Münzen. Wir reden hier ohne Zweifel. Ohne Zweifel, ja? Rede ich über eine Person, die verheiratet ist, Familie hat, in einer Beziehung ist, in einer Langzeitbeziehung ist. Eine Person, die sich schon sehr viel aufgebaut hat, Eigentum hat, Haus, viel Geld, es gibt hier viel Stabilität nochmals, ja? Und diese Person lebt einen Doppeltleben. Am Tag ist ein Geschäftsmann möglicherweise, eine Person, die in seinem Leben sehr viel Stabilität zeigt, die Menschen viel Respekt zeigen, weil ist eine Person, die wirklich sich einen Namen gemacht hat möglicherweise. Ja, also mit seiner Arbeit, eine Person, die wirklich viel geleistet hat, viel gearbeitet hat. Also über diese Person kann man ja nichts sagen. Diese Person hat in seinem Leben geleistet, gearbeitet. Ja, und viel von sich gegeben, Zeit, Geld, Liebe. Also von dieser Person kann man tatsächlich gar nichts sagen. Hat für seine Familie alles gemacht, macht sie wahrscheinlich weiterhin für seine Familie weiter. Also das ist eine Person, die in Wirklichkeit in manchen Fällen die Person ist, die sich jeder Frau wünschen würde oder jeder Mann. Ja, wenn das eine Frau ist, wünschen würde, weil das kann ein Mann wie eine Frau sein. Wir reden ja nur über Energien. Aber diese Person, klar, am Tag ist ja 100% dabei. Aber möglicherweise nachts verwandelt sich diese Person in eine Person, die eigentlich sein möchte. Oder sage ich mal so, diese Person braucht eigentlich diesen Ausgleich, ja? Also eine Person, die diesen Ausgleich braucht, diesen anderen Seite von sich. Und wenn jeder von uns daran denkt, man kann das sogar verstehen. Es wäre sogar nicht kompliziert, diese Person hier zu verstehen. Ja? Klar, am Ende müssen wir ja jeder von uns einen Balance finden, ja? Also nicht alles 100% irgendwie für die Familie oder irgendwie das Beste von sich und irgendwie perfekt sein zu wollen und irgendwie fehlerfrei zu sein, nicht das, aber auch nicht den Teufel selbst zu sein, sondern man sollte zwischen diesem Teufel und dieser Person, die alles für seine Familie macht und so weiter, es musste hier einen Ausgleich geben, damit diese Person zufrieden ist, damit diese Person glücklich ist, weil diese Person ist nicht glücklich.
Natürlich ist nicht glücklich diese Person, wenn er nachts irgendwie machen muss, das, was er am Tag nicht machen kann. Ich kann glücklich sein, wenn ich ganz ich sein darf und diese Person kann nicht ich, also sein Ich zeigen. Ist nicht möglich. Das würde gar nicht akzeptieren werden. Ist nur interessant, also ich sage jetzt nur das zum Nachdenken, ja, das soll manche zum Nachdenken bringen. Ja, also nur manchen zum Nachdenken bringen, weil oft ist das einfach, Menschen mit dem Finger zu zeigen, das ist ja einfach. Das ist einfach. Nach außen die Kritiken zu geben, das ist einfach. Aber oft müssen wir nach innen gehen und an uns schauen. Ja, weil das spiegelt sich mit jeder von uns. Also das ist eine Tatsache. Das spiegelt sich mit jeder einzelnen von uns. Ja? Und denn diese zwei Gesichter ist bei uns allen da. Es sollte hier einen Balance geben, nochmals einen Balance geben. Denn ich sehe schon hier eine toxische Situation, was mit einer dritten Person zu tun hat. In manchen Fällen sehe ich hier Liebhaber, aber mehr als Liebhaber würde ich denken, es gibt tatsächlich hier eine Person, die irgendwie mehrere Kontakte, mehrere Beziehungen oder Verhältnisse mit anderen Frauen oder mit anderen Männern hat. Ja? Also in manchen Fällen sehe ich hier zwei Männer sogar. Also Männer, die sogar diese Bisexualität auch da ist, das ist ja gar kein Problem. Also, ja? Aber das, damit man versteht, was für eine Person wir hier haben. Wir haben hier eine Person, die irgendwie wie Tag und Nacht, also eine ganz andere Gesichter zeigt, nachts, würde ich denken. Es gibt eine Situation, die man hier jetzt im November erfahren wird. Und sehr wahrscheinlich hat mit diesem König der Münzen zu tun. Sehr deutlich, Steinbock präsent. Jungfrau oder Stier. Es gibt diese Situation hier. Es gibt eine finanzielle Sache auch hier zu sehen. Andersrum, Steinbock, andersrum sehe ich hier viel Geld. Das muss ich dir aber auch sagen. Weil der Teufel ist ja, hat viel mit dem Materiellen zu tun. Und du siehst ja, ich habe Münzen und Münzen. Also hier haben wir mit viel Geld zu tun. Viel Materielles mit dem Materielles ist hier schon. Also ich würde sogar sagen, Geld ist in dieser Situation hier extrem wichtig. Dieses Matrix-Leben ist hier extrem wichtig. Ja? Genau. Vorsichtig mit den Ampels, ja? Steinbock. Vorsichtig fahren, langsam fahren, Geschwindigkeit, auf Geschwindigkeiten achten, weil nicht, dass man hier Strafen bekommt. Man merkt hier den Ampel, Teufel, also vorsichtig mit dem Fahren, mit Geschwindigkeiten und so weiter, weil nicht, dass manche Strafen jetzt kommen, also das ist jetzt auch nur nebenbei gesagt. Also es gibt hier eine interessante Situation. Ich schaue weiter, weil sehr wahrscheinlich könnte ich hier noch viel mehr sagen. Wow, wow, wow. Für deine Legung brauche ich heute 2 Stunden. Ne? 2 Stunden Minimum. Also schau mal hier, unsere Königin der Stäbe, eine extreme sexuelle, hübsche Frau, ja? Oder Mann, wie du siehst. Es kann sogar möglich sein, Steinbock, dass diese Person genau auch so aussieht. Ja? Also Sternzeichen wieder, sehr präsent. Sternzeichen wieder, es kann natürlich, wie du gesehen hast, Schütze oder Löwe sein, ohne Problem, ja? Also dieses Feuerelement ist bei dir tatsächlich sehr präsent und wir haben hier eine extreme hübsche Energie oder zumindest eine Person, wo du sehr schwach wirst oder es gibt hier eine klare Verführung, irgendetwas gibt es hier, es ist stark. Schau mal bitte, diese Karte ist begleitet mit 2 Kelche und eine Königin der Münzen, halt dich fest, sage ich dir.
Also zwei Königinnen in der Blockade. Ich habe hier zwei Königinnen. Zwei der Kelche. Es gibt hier natürlich zwei Energien. Es gibt hier eine Person, die zu Hause eine Frau sitzen hat und währenddessen geht mit einer anderen Frau trinken. Ich meine, das kann man ja auch machen, ja. Also ich bin halt altmodisch, also ich verstehe solche Sachen nicht, ja. Also wie gesagt, eine Person, ja, eine Frau bleibt zu Hause, passt auf den Kindern auf, ist am Kochen, am Putzen, arbeitet sogar auch noch. Also man hat zu Hause alles, was man eigentlich braucht. Aber trotzdem, man sucht schon draußen eine Ablenkung, irgend noch eine Ablenkung. Vielleicht ist die Routine natürlich zu langweilig geworden. Aber wie ich immer sage, anstatt mehr Zeit in der eigenen Person zu investieren, Zeit, Geld und irgendwie, ja, und irgendwie wieder diese Liebe zu erneuern, anstatt dessen, man macht sich einfach, man sucht draußen eigentlich das, was man schon drin zu Hause hat. Oder wenn das nicht mehr geht, wenn die Zeit jetzt reif geworden ist für eine Beziehung, sollte man tatsächlich diese Situation abbrechen, also brechen, ne? Aber nein, man macht das nicht. Man sucht sich Karma, ja? Also irgendwie, man geht doch in eine karmische Situation drin, weil das verursacht am Ende nur Karma. Das heißt, weder diese Person noch diese Person wird in der Zukunft keine Option mehr werden. Also es wird, ja, am Ende man bleibt ja alleine, weil weder die noch die am Ende da sein wird. Denn das gibt nur eine karmische Situation. Ich sehe hier eine klare Treulosigkeit. Eine klare Treulosigkeit. Und diese zweite Kelche, die normal eine positive Karte ist, für mich in dieser Mischung von Karten ist nicht mehr positiv. Überhaupt nicht mehr. Ja, überhaupt nicht mehr. Also ich sehe tatsächlich hier eine Person, die irgendwie, ja, wie gesagt, eine dritte Person da ist, Liebhaber da sind, zu Hause bleibt die Frau am Tun oder der Mann natürlich, ja, das muss man auch so verstehen, der Mann am Putzen, am Kochen, am Tun und die Frau ist mit einer anderen Person unterwegs. Denn wir reden ja nur über Energien, von da aus, das ist, was in der Blockade ist. Also Steinbock, bei dir ist eine klare, komplizierte Sache, ne? Eine klare, komplizierte Sache. Und du hast gesehen, ich habe in der Mitte der König der Münzen und die Königin der Münzen. Ich habe hier einen Ehepaar. Ich habe hier einen Ehepaar. Das perfekte Ehepaar in Wirklichkeit. Zwei Menschen, die irgendwie sich komplementieren. Zwei Menschen, die jeder für sich sehr fähig ist. Und ja, also, ja, es ist manchmal irgendwie sogar traurig, finde ich das, ne? Sehr sogar. Sehr sogar. Es fehlt die Gespräche, es fehlt die Kommunikation, es fehlen die Gespräche, es fehlt irgendwie die Zeit, sich für den anderen zu nehmen, diese Liebe zu erneuern. Es ist traurig halt, weil es gab irgendeinen Grund, warum man sich zusammengebunden hat, oder? Es gab schon einen Grund. Man sollte dafür Zeit und ja, investieren, aber nein, man macht sich einfach. Und nochmal, sonst ist besser, eine Beziehung zu brechen, weil sonst verursacht man nur Karma, ja? Hier ist eine klare karmische Situation. Schau mal bitte in deine Unbewusstheit. Habe ich Ass der Kelche? Ass der Kelche in deine Unbewusstheit. Ich verbinde das hier auch etwas mit der Vergangenheit. Von da aus, das ist was bei dir, eine neue Situation zeigt sich hier, ja? Eine neue Situation. Begleitet mit Sechs der Münzen. Und Ass der Kelche, das ist ja nicht wahr. Oder? Also Ass der Kelche und Ass der Kelche. Tatsächlich, was ich spüre, Steinbock, es gibt eine neue Person in deinem Leben.
Es gibt schon eine neue Person in deinem Leben. Möglich, vielleicht einen Altersunterschied ist da. Vielleicht Luftelement doch oder Feuer. Ja. Aber irgendwie ist das hier. Mein Gefühl ist, dass eine Person hier von seinem Karma zurückbekommt. Ja? Das ist, was ich hier spüre. Eine Person bekommt hier von seinem Karma zurück. Es gibt hier ein Gefühl von, es ist nicht alles Gold, was glänzt, Steinbock. Ja, also es ist tatsächlich nicht alles Gold, was glänzt. Also es wäre wichtig, sich nicht fürs Materielles gehen zu lassen. Da muss man hier aufpassen, weil ich sehe hier schon, jemand trägt hier eine Maske. Jemand trägt hier eine Maske und nochmals, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und nochmals interessante Situation hier. Also interessante Situation. Interessant. Interessant. Augenblick bitte. Schau mal jetzt. In dein Bewusstsein, also Rad des Schicksals. Rad des Schicksals. Begleitet mit 9 der Münzen und 6 der Münzen. Ich sehe bei dir viel Geld, Steinbock. Ich sehe viel Geld. Also irgendwie, aus irgendeinem Grund, Achtung hier, eine Sache, was ich jetzt denke, Achtung, für manche nur. Für manche kann das hier mit einem vorherigen Arbeitgeber zu tun haben, klar. Ja, also du musst jetzt schauen, was für dich hier spricht. Dass ich natürlich hier eine toxische Beziehung sehe, das ist sicher. Das ist sicher. Das, was ich bis jetzt gesagt habe, bleibt. Ja? Also das endet gar nicht an der Sache. Aber ich sehe hier viel Geld bei dir. Und ich denke, du bekommst Geld. 6 der Münzen wiederholt sich zweimal mit Rad des Schicksals. Und 9 der Münzen. Steinbock, du bekommst Geld. Ja? Und ich würde sogar mich wagen zu sagen, also ich würde mich trauen zu sagen, viel Geld. Ich sehe hier viel Reichhaltigkeit. Das wird dich natürlich sehr glücklich machen. Du merkst jetzt, unabhängig von dem, was ich jetzt hier habe, weil ich habe hier schon eine Treulosigkeit zu sehen, es gibt hier schon eine irgendwie ganz interessante Situation, habe ich sie ja gesagt. Aber ich sehe hier, unabhängig davon, du wartest vielleicht auf Geld, irgendwie, ja, von einer Situation, ich sehe, dass du viel Geld bekommst. Viel Geld bekommst. Ich sehe hier viel, viel Reichhaltigkeit. Viel Reichhaltigkeit. Ich muss es einfach betonen. Es geht ja nicht anders. Es gibt hier eine ermächtigte Kombination von Karten. Rad des Schicksals, 6 der Münzen, 9 der Münzen. Das ist, was ich hier sehe. Viel Geld. Wie gesagt, kommt das jetzt von einem vorherigen Arbeitgeber? Ist das irgendwie, hat mit einer bestimmten Gerechtigkeit für dich zu tun? Geld, was du eigentlich noch bekommen solltest? Ich sehe Geld. Ich sehe Geld. Und nicht wenig, ja? Und nicht wenig. Und nicht wenig. Steinbock. Natürlich, nochmals, ich sehe natürlich, ja, irgendwie, ich habe dir ja gesagt, eine Person trägt hier eine Maske. Eine Person trägt hier eine klare Maske und das ist eine Tatsache. Diese Person
ist in einer Beziehung, haben wir ja gesagt, ja. Und irgendwie, eine Person kommt nochmals von deiner Vergangenheit zurück. So einfach wie das, Steinbock. Ja, in manchen Fällen eine Person müsste sich bei dir entschuldigen. Aber schau mal, also weißt du, es ist sehr interessant. Also schau mal hier bitte, Steinbock. Wenn eine Person, nachdem eine Person sowas gemacht hat, fünfte Schwerter, wiederholt sich sogar zweimal, nachdem eine Person wirklich vieles eingestellt hat, um dich weh zu tun, um dich zu verletzen, sogar in manchen Fällen wirklich ziemlich gemeint war, eine Person, die ziemlich gemeint war, eine Person, die manipuliert, die lügt, eine Person, die wirklich sehr, sogar, ich könnte hier über einen Feind reden, wenn eine Person das schon alles hinter dir gemacht hat und so weiter und jetzt einfach kommt, um sich zu entschuldigen, was soll ich hier denken? Ich meine, okay, natürlich. Verzeihen kann man ja, ne? Also wir wollen ja nicht ständig mit unserem Schmerz in uns bleiben. Das brauchen wir ja gar nicht. Ja? Also ich brauche nicht mit einem Schmerz in mir bleiben. Nee, nee, das will ich ja gar nicht. Ich möchte mein Leben genießen. Ja? Also verzeihen kann man. Aber mit dieser Person, ich meine, mit dieser Person, ich weiß nicht, was man hier anfangen könnte. Ich sehe hier eine komplizierte Situation. Konflikten sieht man. Und keine, nee, ich sehe hier eine Person, die nicht reif ist. Es gibt hier eine Person, die nicht reif ist. Und diese Person kann von mir aus 60 Jahre alt sein. Aber zeigt überhaupt keine Unreife. Meint es auch nicht ehrlich. Und Achtung hier, genau. Also, Steinbock, ich bin sprachlos mit deiner Legung, aber das habe ich ja schon gesagt, ja? Ich meine, zweimal Ass der Kelche wiederholt sich, zweimal Sechs der Münzen wiederholt sich, König, Königin der Münzen in der Mitte plus eine Königin der Stäbe. Noch eine Person, die ledig ist. Also ich habe hier praktisch einen Ehepaar. Eine dritte Person und in manchen Fällen eine andere Person sogar. Ich habe dir ja gesagt, dass diese Person in diesem Nachtleben mehrere Kontakte hat und ja, Internet natürlich. Und irgendwie, es gibt hier eine dubiose Situation. Ich sehe, dass dieser König sich nicht trennen wird. Diesen König von sich selbst wird sich nicht trennen, außer die Frau irgendetwas macht. Weil diesen König fühlt sich schon wohl und komfortabel in eine Komfortzone, wo er ist. Aber er braucht irgendwie diese Abwechslung, diese Adrenalin braucht diese Person in seinem Leben. Schau mal jetzt in deine Vergangenheit, Steinbock, weil das ist nicht mal normal. Die Karte der Turm in deine Vergangenheit und das hier für mich spricht für jetzt. In der Zeit, wo du dich jetzt befindest. Warum? Heute ist der 31. Oktober. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Halloween-Tag übrigens. Auf jeden Fall, und das ist natürlich eine Situation, wo du dich hier gerade befindest. Ich meine, du siehst ja, wir haben hier ein Haus. Weißt du, was ich interessant finde, Steinbock? Dass der König der Münzen in diesem Stapel von Karten, von Hokus Pokus, ist auch ein Haus, ja? Also wir sehen bei dir mehrere Häuser, mehrere Eigentums oder halt ein Eigentum, ein Haus. Aber ich sehe hier ein Haus. Ja? Also so wie es für dich in Resonanz kommt, ob das jetzt hier für dich was heißt. Aber schau mal hier. Der Turm begleitet mit der Karte der Turm. Also Steinbock, die Karte der Turm zeigt sich bei dir in dieser Vergangenheit zweimal in der gleichen Stelle. Nochmals ein Gebäude. Etwas ist hier mit einem Gebäude. Etwas, was mit einer familiären Situation zu tun hat.
mit einer Komfortzone zu tun hat. Mit einschränkenden Überzeugungen sogar, Steinbock. Es gibt hier Veränderungen. Und das ist möglich, dass du jetzt gerade schon dabei bist, mit diesen Veränderungen. Ich denke, wie ich dir gesagt habe, eine Wahrheit kommt ans Licht. Und das verändert viele Dinge. Noch dazu kommen diese 10 der Schwerter. Steinbock, 10 der Schwerter und zweimal die Karte der Turm. Das ist eine klare Explosion hier. Ich sehe hier keinen Schmerz. Das muss ich dir dazu sagen. Also ich sehe nicht unbedingt, dass du leidest. Ja? Das sehe ich nicht. Denn wir reden natürlich hier über eine Situation bei dir, wo du jetzt mittlerweile sehr lang in der Zeit mitmachst. Ja? Also du machst schon sehr lang in dieser Situation. Es ist nicht eine Sache von 2 Tagen. Wir reden hier, für die, die in Resonanz kommen, dass man hier in dieser Situation jetzt Jahren war. Und jetzt endlich mal kommt diese Veränderung in deinem Leben. Ich sehe einen klaren, irgendwie einen neuen Zyklus für dich. Einen neuen Zyklus kommt nicht in 2 Tagen, aber es kommt. Ja, es kommt schon. Denn ich meine, hier deutet schon auf Veränderungen, klare Veränderungen. Und nochmals, Steinbock, es kann auch mit einer Wahrheit, die ans Licht kommt, etwas, was man erfährt. Sternzeichen Skorpion, sehr präsent bei dir. Skorpion, aber du hast ja gesehen, welche Sternzeichen da sind, ja? Erde-Element sind alle da, Feuer-Element alle da. Wasserelement natürlich, schau mal bitte hier. Schau mal hier, weil das ist nicht mal normal, ich sage es dir, Steinbock, schau mal bitte hier. In deine Zukunft, wir reden jetzt für die Zukunft. Eine Königin der Kelche, Wasserelement, Sternzeichen Skorpion, habe ich gerade gesagt, Skorpion, Fische, Krebs, begleitet mit die Karte der Teufel, nochmals die Karte der Teufel bei dir, Steinbock, zweimal in deine Legung, einmal als Thema und einmal in der Zukunft. Und begleitet noch mit einen König der Kelche. Also, König und Königin der Kelche in der Zukunft für dich, Monat November. Wasserelement. Skorpion, Krebs, Fische. Wir haben hier eine starke Seelenverbindung zu einer Person. Die Karte der Teufel. Es gibt hier natürlich eine klare, starke Anziehung, ja? Ich meine, eine starke sexuelle Anziehung überhaupt. Überhaupt, ja? Es gibt aber trotzdem immer noch weiterhin eine toxische Situation. Immerhin ist die Karte der Teufel. Klar, die Karte der Teufel spricht für starke Leidenschaft und das und jenes, aber immerhin ist die Karte der Teufel. Dass die Gefühle da sind, das ist ja mir klar. König und Königin der Kelche, ich meine, hier rede ich über Gefühle. Eine starke Seelenverbindung. Aber trotzdem weiterhin eine toxische Situation. Eine toxische Situation. Warum? Weil klar, wir reden über, dass wir hier mit dritte Personen zu tun haben, mit Liebhabern zu tun haben. Es ist irgendwie eine komplizierte Situation, weil wenn wir eine Beziehung mit Karma anfangen, wird nicht gut werden. Es wird nicht gut werden. Alles, was man so anfängt mit irgendeiner
Ob das jetzt, es fängt mit einer Sexualität an oder es fängt durch eine Treulosigkeit oder es fängt durch wegen Interesse, gewisse Interesse oder so weiter. Das wird nicht aus der Dauer wird es nicht gut werden. Ja. Also Steinbock, ich zeige dir die Karten, die für dich da sind. Du musst in deiner Situation sehen oder wissen, was das hier für dich heißt. Auf jeden Fall nochmals dein Sternzeichen, ich bei dir sehr präsent, Steinbock, sehr präsent. Und hier, wie du siehst, Wasserelement. Ja, also diese starke Seelenverbindung gibt es hier. Ich denke, wir reden Menschen von Menschen, die sich schon von anderem Leben kennen. Es gibt hier eine karmische Situation. Wow, was für Karte, mein Gott. Hast du es gemerkt, Steinbock? Ich habe in der Mitte der König und Königin der Münze. In der Mitte König und Königin der Münze. In der Zukunft habe ich König und Königin der Kelche. Ich habe zwei Paaren hier. Zwei Paaren tatsächlich. Und dann noch diese Königin der Stäbe, das mehr mit dem irgendwie Teufel da zu tun hat, so ein bisschen gesagt, ja. Aber der Teufel zeigt sich bei dir ständig, Steinbock. Der Teufel zeigt sich bei dir ständig. Nummer 15. Hat es sehr, sehr viel mit dem Materiellen zu tun, muss ich dir sagen. Aber es hat sehr viel mit dem Matrix-Leben zu tun. Also, naja, schau mal jetzt in deine Gefühle. Deine Gefühle, 10 der Kelche, deine Gefühle. Es gibt Liebe hier. Du bist verliebt, Steinbock. Es geht dir nicht anders. Du bist verliebt. Also, 10 der Kelche, Königin der Stäbe. Vier der Stäbe. Steinbock, es gibt hier Liebe. Ich spüre Liebe tatsächlich, ja. Also ich habe hier 10 der Kelche, König und Königin der Kelche und zweimal Ass der Kelche. Also eine Person ist hier schon verliebt. Weißt du, was ich hier gerade denke? Soll ich dir ehrlich sein? Nicht, dass das mehr eine Täuschung ist. Oder irgendwie, man kann hier tatsächlich durch so oft die Karte der Teufel die Realität nicht sehen. Ich habe nämlich nochmals die Königin der Stäbe, Feuerelement, haben wir ja gesagt, diese Verführung ist hier. Ich habe hier eine klare sexuelle Situation. Es ist einfach Sex, was ich hier habe. Steinbock. Ich sage ja nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass man hier vor lauter Leidenschaft und Lust auf diesen Körper halt von dieser Person die Realität in Wirklichkeit nicht so klar sehen kann. Ne? Dass deine Karten für dich Liebe zeigen. Es ist Liebe. Was ich hier für dich, also was du empfindest, ist Liebe. Das ist einfach so. Also ich sehe Liebe hier, aber ich sehe tatsächlich eine dubiose Situation. Eine dubiose Situation. Genau, schau mal, was ich hier habe. Was du von außen anziehst. Acht der Münzen. Neun der Schwerter, natürlich. Und die Karte der Mond. Also, ehrlich gesagt, habe ich gerade angefangen zu reden, ohne dass ich diese Karten gesehen habe. Und diese Karten bestätigen mir, was ich dir gerade jetzt gesagt habe. Ich denke, vor lauter Leidenschaft und vor lauter sexueller Anziehung, kann nicht unterscheiden, was Liebe ist oder Mitgefühl und Sex irgendwie ist. Ja, also man denkt, diese Sexualität hat mit Liebe zu tun. Das ist nicht wahr. Sex ist nicht gleich Liebe.
Ja? Liebe ist gleich Mitgefühl plus Sex. Das ist Liebe. Mitgefühl plus Sex. Aber Sex von sich allein ist keine Liebe, ist einfach nur Sex. Und ich sage ja nichts, ja? Ich meine jetzt nur, ich rede für die Intentionen. Ich meine, es gibt Menschen, die eigentlich eine ernste Beziehung oder Verhältnis möchten und nicht nur einfach alles auf Sex basieren wollen, ja? Deswegen rede ich halt so darüber, weil man muss schon mit dieser Sexualität schon ein bisschen aufpassen. Man tauscht Energien mit den anderen. Und das soll man nicht einfach so irgendwie so leicht von sich hinnehmen. Also das ist eine ernste Sache am Ende. Und darüber gibt es über Internet viel Information über diese Sache. Wenn man in eine solche Verhältnis mit einer Person ist und diesen Tauschen von Energien, was das alles für sich ja bringt. Es ist nicht alles so positiv, wie man denkt. Ja? Ich sehe hier tatsächlich, also du, Steinbock, du denkst nach. Du kannst sogar nicht schlafen. Oder eine Person kann hier nicht schlafen. Eine Person hat schlaflose Nächte, ist in manchen Fällen ziemlich stark am Nachdenken, hat eine gewisse Intuition. Also man merkt hier, ich spüre etwas, irgendetwas denke ich und spüre ich. Aber ich kann noch die Wahrheit nicht so richtig sehen oder ich kann irgendeine Situation noch nicht so richtig sehen. Aber ich intuiere etwas, ich spüre etwas. Die Arbeit ist da. Also ich sehe schon hier, wie ich gesagt habe, eine Person, die sehr viel arbeitet. Vielleicht sogar, Steinbock, du machst dir schon deine Sorgen oder deine Gedanken wegen der Arbeit. Vielleicht bist du in einem neuen Projekt jetzt drin oder hast du neu was angefangen und das nimmt dir viel Zeit. Da musst du auch viel, wie gesagt, intensiv arbeiten, sehr konzentriert arbeiten. Und irgendwie, das nimmt dir deine Gedanken jetzt sehr. Und wie gesagt, das kann auch für dich auch reden, ja? Aber tatsächlich, Steinbock, tatsächlich, ich sehe hier eine Person, die sehr sexuell ist. Aber ich sehe mehrere Menschen, ja, also ich sehe mehrere Menschen. Zwei Pärchen sehe ich hier und dazwischen irgendwie in der Luft ist eine Königin der Stäbe. Ich sage in der Luft, weil der König ist noch nicht da gewesen. Also weißt du, was ich jetzt meine? Ich sehe irgendwie diese dritte Person, dieses Geheimnis, diesen Geheimnis ist ja hier. Aber Steinbock, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ja? Habe ich es dir ja gesagt, oder? Es ist nicht alles Gold, was glänzt, ja? Entschuldigung, meine Pause, ich bin am Denken, am Schauen. Schau mal jetzt hier, was du hier noch hast. Also. Schau mal, Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe. Begleitet mit Ritter der Münzen. Hier habe ich wieder zwei Rittern jetzt. Und die Karte, die Welt auf dem Kopf. Meine Karten sind immer gerade. Immer. Wenn eine Karte aber auf dem Kopf kommt, lasse ich die auch so. Weil irgendetwas will uns diese Situation hier sagen. Ich sehe einerseits einen Zyklus bei dir, die nicht abgeschlossen ist. Es gibt hier eine unendliche Geschichte bei dir, die schon mittlerweile müde macht und tatsächlich einen klaren Turm braucht. Denn es ist einfach so, dass eine Geschichte bei dir
noch offen ist und wenn du hier nichts was machst, bleibt offen und das verhindert dir deine Entwicklung. Es gibt hier einerseits so eine Person, andererseits gibt es eine neue Person tatsächlich, die möglicherweise mit dir was Ernstes möchte, aber die Person kann nicht ankommen, bis du mit einem Zyklus nicht abgeschlossen hast. Also die Karten zeigen schon eine wichtige Energie für dich in der Zukunft. Möglicherweise kennst du diese Person, diese Person hat vielleicht eine geografische Distanz mit dir, könnte möglich sein, dass diese Person woanders lebt, in einem anderen Land, in einem anderen Kontinent sogar. Es gibt vielleicht viel Kommunikation über Internet, jetzt vielleicht weniger. Man hat sich auch oft gefragt, ja, warum läuft eine Situation nicht? Warum läuft es nicht? Warum ergibt sich meine Wünsche nicht? Oder meine, ja, warum realisieren sich meine Wünsche doch nicht? Ja, Steinbock, es ist auch logisch. Wenn du einen Zyklus noch offen hast, egal ob gedanklich ist, es kann auch sogar sein, nur dass du an eine Person denkst, Punkt. Dann hast du mit einem Zyklus noch nicht abgeschlossen. Und wenn das nicht so ist, kommt eine neue Person in deinem Leben nicht. Ja? Denn nochmals habe ich hier zwei Ritter. Also ich habe, du siehst ja viele Energien bei dir auf dem Tisch. Ich sehe eine geografische Distanz zu einer Person. Ich sehe eine geografische Distanz hier mit einer Person. Also reinige deine Energie, Steinbock, ja? Also reinige deine Energie immer wieder. Dein Haus, deine Wohnung, hält deine Wohnung auch in Ordnung, sauber. Dich selbst, deine Energie, schmeiß alte Sachen weg, alte Erinnerungen, alte Sachen, die kaputt sind, sehr alt sind. Befreit dich von solchen Sachen, damit die neue Energie fließen kann. Denn du bist in irgendeiner Art und Weise mit negativer Energie bearbeitet worden. Sei es einfach nur mit Gedanken oder sei es tatsächlich mit Magie. Ja? Am Ende, Steinbock, das können wir ja nicht ändern. Ja? Also ich kann nicht ändern, dass Menschen mir was Schlechtes wünschen oder dass mir was antun wollen. Das kann ich ja nicht ändern. Ich kann aber doch meine eigene Energie schützen, meinen Aura schützen und so weiter, indem ich mein Haus sauber halte. Ja, für manche werden sagen, ja, ich halte doch mein Haus immer sauber. Ja, ja, aber glaube mir, ich weiß schon, warum ich das sage. Ja? Also die Wohnung, das Haus sauber halten. Alte Sachen weg, kaputte Sachen weg, alte Erinnerungen weg, Fotos weg, Vergangenheit weg. Ja, also tue einfach die Wohnung irgendwie, die Möbel ändern, die Energie bewegen. Auch Räuchern sind wichtig, ja? Genau, Räuchern übrigens. Augenblick bitte. Mache ich jetzt eins. Genau, ich mache immer so ein Räuchern, auch zu Hause, wenn ich zu Hause bin und tue ich immer, ja, das tut auch die Energie reinigen. Das ist jetzt Ruder, wie ich euch mal in euren erste Woche Novemberlegung gesagt habe. Genau, manche haben mich ja gefragt und das sieht nämlich so aus, ja, wenn ihr das, also ich kaufe das hier über Amazon, ehrlich gesagt, weil... wo
wusste ich nicht wo. Und dann reinigen, auch mit frischen Blumen. Ja, frische Blumen zu Hause zu haben, das reinigt auch, speichert die schlechte Negativität zu Hause. Und sehr wichtig, ja. Also irgendwie, ich werde schon ein Video hochladen, wie man die Energie auch reinigen kann, immer wieder. Weil das ist nicht eine Sache, die ich heute mache und das war's. Eigentlich ist es eine Sache, wo ich immer dabei sein muss. Ich muss immer dabei sein. Und ja, immer, genau. Und sich selbst auch mit Ruderkräuter baden oder mit Meersalz baden, ja. Und das alles. Und dann du merkst, je oft dass du das machst, du merkst, es gibt eine Verbesserung in deine Energie, in deine Gesundheit, in dir selbst. Es gibt einfach eine klare, deutliche Verbesserung. Und genau, sehr wichtig. Schau mal als Ergebnis. Steinbock, weil nochmals, deine Energie ist ermächtigt, muss ich dir schon sagen. Schau mal jetzt in dein Ergebnis. Vier der Münzen, die Nummer vier wiederholt sich bei dir. Vier der Münzen, begleitet mit einem König der Stäbe. Ich habe gerade gesagt, die Königin der Stäbe wäre da so ein bisschen in der Luft, weil der König der Stäbe nicht da ist. Und schau mal, doch ist der König der Stäbe hier. Also ich habe drei Pärchens auf den Tisch. Dieser König der Stäbe begleitet mit der Magier. Also Steinbock, ich staune, wie gesagt, du siehst ja, es gibt hier einen Magier, darüber haben wir gerade gesprochen. Du siehst, diesen Magier sieht auch ziemlich dubios aus. Also man merkt hier, diesen Magier hat was vor und irgendwie ist an Magie machen. Also Steinbock, es gibt hier, höre ganz genau, was ich dir jetzt sage. Und mir ist gerade egal, ob das für dich mit einem Wunschpartner zu tun hat, mit deiner eigenen Familie, mit der Arbeit zu tun hat, das musst du wissen. Es gibt aber doch hier eine Person, die eine Maske trägt. Eine Person wünscht dir nicht unbedingt das Beste. Eine Person wünscht dir nicht unbedingt das Beste. Eine Person, und egal ob das jetzt nur mit seinen Gedanken sind, arbeitet sehr negativ gegen dich. Sternzeichen Zwilling, Jungfrau, kann auch sein, aber natürlich Feuerelement auch. Ich sehe hier eine Person nochmals, die eine Maske trägt. Ich sehe hier eine Person, die eigentlich, wie ich dir erklärt habe, am Tag ein Leben führt, nachts eine ganz andere Person ist. In manchen Fällen, am Tag ist ein Mann, nachts ist eine Frau. Ja, weil diese Person wegen seiner religiöse Erziehung sich nicht offenbaren kann. Also diese Person kann es schon, also er könnte schon, aber will nicht. Will nicht, weil er möchte nicht mit anderen Menschen konfrontiert werden. Oder was werden die anderen sagen? Es gibt hier eine klare Person, du siehst, dieser König der Stäbe hat einen Lippenstift auf der Hand. Ja, es gibt hier einen Lippenstift und eine Maske. Diesen König der Stäbe zeigt die Wahrheit nicht. Diesem König der Stäbe, egal aus welchen Gründen, aber dieser König der Stäbe oder wie auch immer, eine Person hier trägt schon eine Maske. Nochmal Steinbock, es kann für Jungfrau reden, also Jungfrau Zwilling ist hier sehr präsent, Feuerelement. Die Legung für Jungfrau empfehle ich dir anzuschauen. Weil vielleicht weißt du das sogar nicht, aber es kann schon möglich sein, dass du in deinem astrologischen Chart Sternzeichen Jungfrau hast. Die Sache ist, eine Person hier möchte keine finanziellen Verluste haben. Und da diese Person keine finanziellen Verluste haben möchte, ist fähig, egal was gegen dich zu machen. Diese Person hat bestimmt schon Leute
die Magie, mit Magie sich beschäftigen, Geld bezahlt, damit die was gegen dich machen. Es gibt hier eine Person, die eine Maske trägt. Achtung hier, Steinbock, ich kann es dir lauter sagen, aber nicht deutlicher. Achtung, weil jemand arbeitet gegen deine Energie. Jemand arbeitet gegen deine Energie. Jemand möchte verhindern, dass es dir gut geht, dass deine Wünsche in Erfüllung kommen. Jemand verhindert, dass du irgendwie auf. Jemand verhindert hier. Wie du verstehen wirst, diese Mischung von Karten, überhaupt von diesen Decks, sind nicht die beste Mischung. Gell? Diese Person kannst du nicht vertrauen. Zwilling, Jungfrau oder Feuerelement. Wir reden über eine Person, nicht über Sternzeichen. Ja? Aber sind halt diese Sternzeichen, die sich hier zeigen. Es gibt hier eine Person, die sehr egoistisch ist sogar. Also ich könnte denken, eine Person hier ist sehr egoistisch und möchte alles für sich haben und überhaupt kein bisschen, also keinen einzigen irgendwie Euro verlieren. Ich denke, du hast einen Feind nicht so weit weg von dir. Möglicherweise merkst du, dass du nicht mal schlafen kannst, dass du immer wieder wach wirst. Steinbock, zweimal die Karte der Teufel in deine Legung plus diese Karten hier. Wenn du meinst, dass das hier selbstverständlich ist, ist es nicht. Ja? Möglicherweise, es gibt hier eine Person, die sehr manipulieren kann. Eine Person, die toxisch ist. Im Gottes Willen, Steinbock, ich spüre gerade ein Gefühl, was ich kann es dir nicht erklären, aber es gibt hier ein Gefühl von einer Person, die du doch nicht vertrauen kannst. Du hast eine Person und gerade sehe ich die Nummer 1, 2, 3, 4 in meiner Uhr. 1, 2, 3, 4. Eine wichtige Nummer. Und die Nummer 23, 23. Also Steinbock, du hast möglicherweise diese Person abgelehnt. Es gibt hier möglicherweise eine unerwiderte Liebe. Du hast diese Person und du siehst ja, ich habe viele Personen auf dem Tisch. Also von da aus musst du jetzt wissen, über welche Person ich rede. Es kann natürlich, logisch, ein Ex sein. Natürlich. Natürlich kann ein Ex sein. Also ich rede hier über eine Person, die du abgelehnt hast, ja, mit der du nicht wolltest. Diese Person macht Rache gegen dich sogar. Energetisch gesehen macht Rache. Steinbock, solltest du kommentieren wollen und das nicht möglich ist, du kannst gerne über einen anderen Sternzeichen Kommentare hinterlassen. Ich werde die lesen. Es kann möglich sein, dass manchmal, es kommt darauf an, welche Themen sich ergeben in der Legungen, dass man dann nicht danach kommentieren kann. Nicht, weil ich da irgendeinen Einfluss habe. Ich habe da gar keinen Einfluss. Also oft ist YouTube blockiert, deaktiviert die Kommentare. Und das hat nicht direkt mit mir zu tun. Ich sage es dir jetzt nur, weil ich spüre, das Thema hier wird wieder, so wie bei Sternzeichen, wieder zum Beispiel, es war ziemlich hart auch. Oder ja, und dann, man könnte nicht mehr kommentieren. Ja? Es gibt hier kann ich es dir nicht erklären. Die Person manipuliert, die Person kann gut manipulieren. Also Steinbock, ich würde gar nicht gerne diese Person in meiner Nähe haben. Wenn du so eine Person in deiner Nähe hast,
entferne dich von dieser Person. Blockiere, entferne dich, egal wie, mach das. Mach das. Ja. Also, du merkst ja, ich habe hier eine ganz komische Situation für den Monat November für dich und ich entscheide nicht, welche Karten rauskommen. Ich kann dir nur halt sagen, pass auf dich auf, reinige deine Energie, das ist, was ich dir sagen kann. Und entferne dich von Menschen, die du weißt, weil du weißt, dass was hier gibt. Es gibt hier eine klare toxische Situation und eine karmische Beziehung. Diese karmische Beziehung hast du von anderem Leben. Verträge, die du in diesem Leben brechen solltest. Befreie dich. Befreie dich, Steinbock. Steinbock, was soll ich dir hier sagen? Ich meine, jeder von uns hat eine direkte Verantwortung in dem, wo wir uns befinden. Ich bin verantwortlich für das, was ich erlaube in meinem Leben. Ich bin verantwortlich, weil ich kann ja verändern, ich kann die Situation verändern. Ich kann ja, weißt du, es gibt hier eine klare toxische, karmische Situation. Ich habe hier natürlich mit dem Karma, direkt mit dem Karma zu tun. Und das ist nicht schlimm. Also wir müssen noch halt was lernen. Und ja, wir müssen schon auch was lernen, Steinbock. Ja? Es ist nicht immer der andere, sondern wir sind auch. Ja? Also es gibt hier zwei Menschen, damit sich eine Situation ergibt, gehören immer zwei Menschen. Eine Person allein kann nichts bewirken. Dafür braucht man noch eine andere Person. Also man merkt hier, du spiegelst dich tatsächlich mit jemandem. Und es gibt hier eine klare Situation, wo du dich konfrontieren wirst. Ja, also diese Puppe der Schwerter, du siehst ja, eine Person spioniert dich. Eine Person spioniert dich. Ist eine Person, ich denke, das ist dein Ex. Der Vater deiner Kinder, die Mutter deiner Kinder. Der Vater deiner Kinder oder die Mutter deiner Kinder spioniert dich. Sogar bis zu dir nach Hause. Ich denke, diese Person beobachtet dich sogar durch Fenster. Also vielleicht kommt bis zu nach Hause, schaut, ob du das Auto da hast, ob du da bist, schaut, wann du rausgehst, wann du reinkommst. Also diese Person spioniert dich total, weiß deine Schritte. Diese Person arbeitet schon ganz stark gegen dich. Eine Person bezahlt sogar. Bezahlt Menschen, damit für dich in negativen Sinnen gearbeitet wird. Das weißt du, weil du nicht schlafen kannst. Du spürst das. Wenn du immer öfters wach wirst, in bestimmten Uhrzeiten, gerade jemand in dem Moment ist an dich, denkt an dich und in manchen Fällen arbeitet gegen dich. Stellt ein Glas Wasser unter deinem Bett, ja, auf diese Höhe von dem Kopf, also da ein Glas Wasser nachts. Oder sonst mehr Salz auf einen Teller, auch unter dem Bett bei dir. Das speichert sehr viel auch die Negativität. Überhaupt, ich empfehle dir auch, warte mal kurz, schau mal, wo ich das habe, Amethyst, ja, dass du irgendwie auch Amethyst hast. Das ist für die Energie reinigen sehr wichtig. Also Steinbock, ich meine, ich weiß, manche werden sagen, du hast ja, du spinnst ja wohl. Aber manche werden schon bestimmt mir gerecht geben, ich bin mir sicher. Und das ist ja nur für Menschen, die in Resonanz kommen. Für die, die nicht, dann ist das doch nicht, ja? Also so einfach wie das. Eigentlich wäre besser, dass niemand hier in Resonanz kommen würde. Natürlich. Ja? Also es wäre viel besser, dass hier niemand in Resonanz kommt. Ja? Ich meine, weißt du, ich habe es nicht nötig, dass man mir recht gibt, aber hier gibt es schon eine ganz, ganz schlechte Sache. Eine ganz schlechte Sache.
Und du, wenn du in Resonanz kommst, du weißt das auch. Du spürst das auch. Ja? Also bleibe in Bewegung. Bleibe in Bewegung. Ja? Beweg dich. Mach Sport. Bewege deine Energie. Mach das, was ich dir vorher gesagt habe. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Ich empfehle dir, niemanden zu bezahlen, damit jemand von diesem Rachen zurückbekommt. Weil wenn du tatsächlich das Gleiche machst wie diese Person, bist du auch drin in diesem Karma wieder rein. Vergesse nicht, alles kommt ja zurück. Das ist wie ein Boomerang, ja? Also alles kommt wieder zurück. Von da aus, ich empfehle dir, nichts gegen diese Person zu machen, zu treiben. Nein, bleibe in Vergebung, voll in Vergebung. Ja? Also segne tatsächlich die Person. Wir sind nicht die Menschen, die hier irgendwie irgendwie was zurückzahlen müssen. Oder das wird schon das Universum machen. Wir müssen die Person segnen, im Vergebung bleiben, in unseren Frieden bleiben tatsächlich. Und einfach nur unsere Energie reinigen. Das ist, was du machen sollst. Nichts mehr. Wenn du in Karma reinfällst, das bekommst du zurück. Hier ist der Teufel. Du hast direkt mit dem Teufel zu tun, Steinbock. Du hast direkt mit dem Teufel zu tun. Ja? Und wer ist diese Person für dich, Steinbock? Und was machst du da überhaupt? Ja? Ich meine, mir ist gerade nicht unbedingt gut. Ich habe dir jetzt gesagt, was ich sehe, was ich denke. Diese Person ist, ich denke schon, ich rede über eine Person, die in diesem Leben sehr viel Karma mit sich noch hat. Es gibt hier eine Person, die tatsächlich, man könnte sagen, das ist der Teufel in Person hier. Und vorsichtig, ich meine Steinbock. Vorsichtig. Und glaube mir, ich habe es nicht nötig, dir das so zu sagen. Gar nicht nötig. Ich hole jetzt aus eigenem Bedürfnis eine Karte von unserem Erzengel Michael für dich. Ja? Also, damit der Erzengel Michael unsere Legung hier für November segnet. Und irgendwie uns dabei hilft, dass diesen Monat irgendwie uns bei uns ist, uns beschützt. Und tatsächlich, ich denke, wir holen von unserem Erzengel Michael eine Karte, ja? Schau mal bitte unter dem Deck, was steht. Lass die Angst los jetzt. Lass die Angst los. Lass die Angst los. Okay, das ist gut gewesen jetzt für mich auch. Also schauen wir mal jetzt zusammen. Steinbock, kann mich nicht erinnern, dass ich so eine starke Legung auch hatte. Ich meine, bei Sternzeichen wieder war das schon auch mal so. Löwe nämlich, glaube ich mal auch, oder? Für November habe ich diese Sternzeichen noch nicht gemacht. Aber wir hatten auch so harte Legungen für diese Feuerelement, ja? Okay, schauen wir mal, was Erzengel Michael uns empfehlen möchte. Steinbock, ich hole jetzt wirklich nur eine Karte als Empfehlung für uns, ja? Wow. Also die Karte heißt, fokussiere dich auf göttlich perfekte Gesundheit. Gott und Erzengel Michael, danke, dass ihr mich führt und kontinuierlich daran erinnert, meinen Fokus auf perfekte Gesundheit zu richten, auf das alles, was ich tue, zu meinem Wohlbefinden beiträgt. Das ist sehr wichtig.
Das ist sehr wichtig, Steinbock, dass du dich auf deine Gesundheit fokussierst, dass du nochmals deinen Aura reinigst, deine Wohnung, ja? Also die Gesundheit hat mit deinem Körper, dein materielles Körper, weil das ist am Ende dein Zuhause. Das ist tatsächlich am Ende dein wahres Zuhause. Also dein Körper musst du auf deinen Körper achten, äußerlich, innerlich. Gesundheit, ja, also deine Wohnung, dein Haus sauber halten, gereinigt halten, fokussiert dich auf eine Reinheit und auf eine Gesundheit, ja. Unschuld. Lieber Gott und Engel, danke, dass ihr mir helft zu sehen, dass euer Licht und eure Eigenschaften reiner Liebe in meinem Inneren und im Inneren aller Menschen reflektiert sind. Helft mir, meine gottgegebene Unschuld anzunehmen, damit ich Frieden finden kann. Ja. Tatsächlich, also, sind wirklich Karten, die wichtig sind, ja. Wow, schau mal bitte hier. Diese Situation ist bereits gelöst. Du siehst einen Engel, Erzengel Michael, und hilft ja jemand hier, ja. Nimmt jemand mit sich, also ist am Helfen. Diese Karte, ich überlasse alle Ängste, Sorgen und Befürchtungen dir im Austausch für wahren Frieden in jeder Hinsicht. Danke, dass du, nenne Einzelheiten der Situation, auf perfekte göttliche Weise löst. Also, Steinbock, du hast einen Engel, einen Schutzengel. Hatten wir auch die Mäßigkeit da? Also die Mäßigkeit ist auch da. Es gibt hier einen Schutzengel. Du bist nicht allein in der Situation. Also habe keine Angst, aber arbeite dran auf deine Situation, dass positiv bleibt, dass deine Gesundheit da ist, dass du auf dich achtest, auf dich aufpasst, deine Energie reinigst und dieses Gebet auch mit Erzengel Michael möglicherweise. Ja, es ist sehr wichtig, Steinbock. Auf jeden Fall und sei liebevoll im Umgang mit dir selbst, ja. Wow. Steinbock, also harte Legung, also in wenige Worte muss ich dir schon sagen, harte Legung. Und klar, nur du weißt, in welcher Situation du dich befindest. Ich sehe hier, wie ich dir gesagt habe, eine klare familiäre Angelegenheit, wo viele, viele Beteiligte hier zu sehen sind. Viele, auch Kinder, sehr wahrscheinlich viele Kinder irgendwie auch, von einer Seite, von der anderen Seite. Also viele Menschen hier sieht man, mehrere Beteiligte. Und nochmals, ja, ich befürchte Menschen, die dir natürlich auch nichts Gutes wünschen. Damit müssen wir ja auch rechnen, Steinbock. Es ist auch so, es gibt Menschen, die uns oft nichts Gutes wünschen. Das ist halt so. Aber bezahlt nicht mit der gleichen Münze, also bezahle nicht mit der gleichen Handlung, sondern fokussiere dich um dich. Um dich, fokussiere dich um dich, ja? Und damit kommst du viel, viel weiter. Menschen denken, oh, war ja, ich muss jetzt den und den bezahlen, damit auch schlechte Magie für den und den macht. Nein, vergesse das ganze Paket, ja? Fokussiere dich nur um dich, um deine Energie. Und du wirst sehen, es wird sich verbessern. Es wird sich alles verbessern. Ich merke, dass du in deinem Leben blockiert wirst. Du wirst blockiert. Die lassen dich irgendwie nicht weiterentwickeln. Und möglicherweise hat das schon mit einem vorherigen Leben zu tun. Verträge, die du schon da abgeschlossen hattest. Menschen, die heute noch du, karmische Menschen, karmische Beziehungen, mit denen du heute noch zu tun hast. Möglicherweise nochmals, man merkt hier schon eine Art von
von Mysterium, ja, also tatsächlich Mysterium. Also Steinbock, das kommt nicht von diesem Leben. Das sind Menschen, so Hexen oder Magier, die schon gewöhnt sind oder gegen die schon oft das, ja, es ist einfach so. Ich meine, ich bin auch eine stolze Hexe, aber eine liebe Hexe, ja. Also ich mache solche Sachen auch nicht. Ich mache keine jegliche Art von Magie, auf gar keine Art und Weise, gar nichts. Ich schütze mich, das schon. Ja? Ich schütze mich schon. Das, was du auch machen musst. Ja? Steinbock, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Monat November. Pass auf dich auf. Befreie dich von Menschen, wo du weißt, du musst dich da befreien. Reinige deine Energie. Handelt halt, versuche irgendwie in den richtigen Weg zu handeln, ohne Rache, ohne Rache, ohne irgendwie Hass, sondern andersrum. Wenn du gleich wie die anderen reagierst, es ist Karma wieder. Es ist wieder Karma, bis du es gelernt hast. Es gibt hier etwas zum Lernen, Steinbock. Also man merkt, hier gibt es viel dieses Matrix-Leben. Das hier ist Matrix, voll Matrix-Leben. Voll Matrix-Leben. Das ist 3D, also 3D voll. Die Spiritualität ist hier nicht zu finden, nirgendwo. Und wenn doch bei dir, dann arbeitet mehr dran. Und tatsächlich, du siehst, was wir hier haben. Nur du weißt, wie deine Situation ist. Steinbock, ich wünsche dir einen schönen Monat, einen schönen Wochenstart, ja? Ich bin gerne für dich da. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Und du schaffst das, weil ich habe es auch geschafft. Also wenn ich das geschafft habe, du schaffst das auch. Steinbock, Dankeschön und bis bald. Tschüss.